Ja, Simi. Wer ist denn da? Hier ist Thomas Schneider von der Monitoringsabteilung von den globalen Finanzmarkt. Ach so. Und was kann ich für Sie tun? Gerade Ihr Portfolio ist bei uns Ach und so. zurzeit führt unser Unternehmen allgemeine Prüfungen und Fragen durch. Ich Aha. habe eine Frage für Sie. Wer hat Sie denn geprüft? Sind Sie zufrieden in Ihrem Handelbereich oder nicht? Im Handelbereich, ja, ich habe so, also ich benchpresse so zwischen 75 und 90 Kilo, je nach Tagesform. Können Sie ein bisschen lauter sprechen, bitte? Können Sie mir Ihren richtigen Namen sagen? Ich bin Thomas Schneider. Ne, das stimmt nicht, das hört man ja. Und warum? Ne, man hört ganz eindeutig, dass Sie so einen türkischen Akzent haben. Sie sind kein Thomas Nein, Schneider. ich rufe Sie von den Österreich. Ja, von den Österreich, weil man das auch so ausspricht, ne? Und das ist auch kein österreichischer Akzent, was Sie haben. Ihr habt es nicht geschafft, Wien zu erobern, Leute. Ihr habt es ein paar Mal probiert. Ja, Werdet ich dachte, ich d'accord bin damit. halbdeutsch. Ja, Ich bin ja. halbdeutsch. Halb deutsch und halb Mein dumm. Vater ist deutsch, aber meine Mutter ist aus Armenien. Ah, das ist ja auch schön, ne? Ja, daraus habe ich Akzent. Ich bin Was? halbdeutsch. Und was ist Ihre Muttersprache? Meine Muttersprache ist Armenisch. Okay, wie sagt man da denn Hallo? Wie bitte? Havi bitte? Das kostet so in etwa 3,50, oder? Nein. Nein? Was kostet denn das? 250 €. Warum denn? Können Sie lauter sprechen? Ich höre Ihnen nicht. Da musst du dir mal ein richtiges Headset kaufen. Was hast du denn für ein schlechtes Headset? Man hört das jedes Mal, wenn du atmest, jedes Mal, wenn du irgendwie was anderes versuchst. Oder ist das die Beatmungspumpe? Ich verstehe nicht. Ich habe nur Ja. eine Frage. Möchten Sie Ihre Handelskonto aktivieren oder nicht? Ja, ich möchte das Konto aktivieren. Okay, es gibt drei Möglichkeiten zur Aktivierung. Ja. Welche sind das? Erstens, Okay. der erste ist, mit 250 € ist der Mindestbetrag zum Starten. Wir Nimm werden doch eine mal das Anfängerplattform. Mikrofon. Nimm das Mikrofon aus dem Mund. Das macht die ganze Zeit so, wenn du Okay, redest. Musst du okay. mal so ein Ist jetzt Mindestmaß an. normal? Ich höre Ja, Sie jetzt normal. du bist nicht normal, aber das ist in Ordnung. 250 € ist der Mindestbetrag zum Starten. Wir werden eine Anfängerplattform für Sie aktivieren und auf der Sie Hilfe von Ist das unserem Finanzberater und unserer Handelsplattform erhalten. auch, sage ich mal, hühnerfreundlich bei Ihnen? Wie bitte? Ob das bei Ihnen hühnerfreundlich ist? Okay. Nein. Warum nicht? Ist ja Diskriminierung. Und Sie erhalten auch 50 € Boah. aus der Firma Bonus. Was ist los mit dir? Sag mir. Ich höre Ihnen sehr schlecht. Ja, da musst du dir mal die Ohren putzen mit dem ganzen Geld, das ihr den Leuten klaut. Vielleicht mal zum Ohrenarzt gehen in Kasachstan oder so. Kasachstan? Ja, bist du von Kasachstan, mein Bruder? Sollen wir Nationalhymne zusammen singen? Woher kommen Sie, Paruski suka, Herr bitte. Parvati? Woher kommen Sie, Herr Nix Parvati? Parvati, mein Name ist Dimitri. Was ist los mit dir? Dimitri, Aha. sprechen Sie Russisch? Ja, конечно. То есть вы говорите отлично по-русски. Was sag ich doch? Das ist miese Dreckspack da drüben. Ich hab's doch genau gewusst.
Oh, und wie viele Leute hast du heute schon abgezockt, sag mal? Ich kann Russisch sehr gut sprechen. Hab ich schon gehört, ey. Ich spreche Russisch besser als Deutsch. Ja, das ist auch nicht schwer, dein Deutsch ist von direkt von Mülleimer, verdammt. Ich habe 5 Jahre lange Russisch lernen. Ja, und Deutsch? Ein Nachmittagskurs oder was? Nein, Deutsch. Ich habe halb Jahre gelernt. Ein halbes Jahr und dann willst du Leute in Finanzangelegenheiten beraten. Vielleicht kannst du bei alten Damen den Dackel ausführen. Dann musst du aber auch die Hundekommandos können. Damit bist du auch schon überfordert. Sie leben jetzt in Deutschland? In Kasachstan. Sie leben in Kasachstan? Ja, komm mal hier rüber. Solche Leute wie dich hängen wir an der Laterne auf. Ich weiß Kasachstan. Du heißt Kasachstan, das freut mich. Das ist ein schöner Name. Und wie haben Sie Deutsch gelernt? Goethe-Institut. Wie bitte? Goethe-Institut. Weißt du, ich mache auch Callcenter. Ich mache auch Callcenter mit den Deutschen. Weißt du, klappt gut. Willst du bei mir arbeiten, musst du hier nach Kasachstan kommen. Wir haben ein Callcenter in Ulaanbaatar. Wir haben ein Callcenter in Ulaanbaatar. Kommst du rüber? Kannst du bei mir arbeiten? Ah, okay. Wie viel bezahlt dein Chef für einen Anruf? Sag mir, wie viel bezahlt dein Chef für einen Anruf? Können wir Russisch sprechen oder weiter Deutsch sprechen? Wir können weiter Deutsch sprechen, sonst verstehen das die Zuschauer nicht. Verstehst du? Okay. Möchten Sie aktivieren Handelskonto oder nicht, sagen wir. Ja, klar. Dabei. Haben Sie WhatsApp oder E-Mail? Eine E-Mail habe ich. E-Mail? Aha. Willst du aufschreiben? Putin Sin Fanterie. Ist das deine E-Mail? Was? Nein. Ich darf keinem Leuten meine Telefonnummer. Ich gebe dir meine E-Mail-Adresse, warte. Kannst du schreiben? Ja, eine Minute bitte. Ja, pro Buchstabe wahrscheinlich, ja? Eine Minute. Buchstabe bitte. Ja, ich bockstabiere, warte mal. Berta Ida Gustav. Okay. Dora Ida Cäsar Kaufmann. Okay. Dora Ida, Marta Ida, Theodor Richard Ida, @gmail.com. Hör auf ins Mikrofon zu pusten, Suka belehrt. Da, все. Gut, guter Junge. Mikrofon очень неудобный, понимаешь? Schick mir mal eine E-Mail, dann kann ich mir das angucken. Warten Sie eine Minute. Wie viele Minuten soll ich denn noch warten, verdammt? Also ich habe heute frei. Ich sitze hier mit, ich habe hier auf dem Balkon, und ne, Terrasse ist ja bei Garten, schön Sonnenliege, habe mein Wireless-Headset auf und habe hier einen Eimer stehen mit 3 Bier und ich trinke gerade von meinem Partner Holy den, wie heißt denn das Ding? Strawberry Shark. Das ist so ein hammergeiler Energy-Drink, der schmeckt nach Erdbeere. Möchtest du probieren? Ich gebe dir Giftcode. Eine Minute. Oh Mann. Ja, aber wenn du mir gleich den Link schickst, dann schicke ich dir meinen Partner-Link von Holy. Weil da sparst du bei deinem ersten Bestellung zum Beispiel so ein Probepaket, ne? Mit 7 Eistee oder Energy jeweils 2-mal sparst du 5 Euro. Und entweder ziehst du das damit von deinem Rechnungsbetrag ab oder du kannst dir einen Shaker dazu bestellen, weil du musst es ja auch zubereiten, verstehst du? Was ist dein Lieblingsgeschmacksrichtung? Hey, bitte? Was ist deine Lieblingsgeschmacksrichtung? Jetzt habe ich mich fast am Eiswürfel verschluckt hier. Der Tod im Eis. Was hat das zu bedeuten? Können Sie bitte noch einmal deine E-Mail sagen? Ja, bigdickdimitri@gmail.com. Big
Dicker Schwanz langsamer. Dimitri, also auf langsamer. Deutsch. Weißt du, da hatte ich mal so Typen vom WWF dran und da hat der eine hat die E-Mail vorgelesen und im Hintergrund haben die das übersetzt und haben sich total totgelacht. Das war hammergeil. WWF hat danach bestritten, dass das deren Callcenter sind, aber als ich am gleichen Tag da angerufen und nachgefragt habe, da haben die mir bestätigt, ja, dass die so Callcenter unterhalten, weil die auf die Leads angewiesen sind, die Spenden, die dadurch zustande kommen. Was nennst du das? Ja, okay, sagen Sie noch einmal E-Mail, bitte. Oh, Alter, wie oft? Gib mir deine E-Mail-Adresse, das ist einfacher. Okay, ich buchstabiere. Ja? Schieder. Was? Schieder, Schieder. Das ist kein Buchstabieren, du sagst irgendein arabisches Wort. Alhamdulillah. Okay. S-S-T. Aha. S-T-H-I. Aha. E-D-E-R. Schieder. Schieder, ja. Aha. Punkt. Aha. T-T-T. Aha. Sabatschke. Aha. N-O-R-D. Nord. Schieder Nord? Schieder.t. Oh Mann! Nord. Schieder.t. Nord. Was? Oh Scheiße, was soll ich denn mit dir machen? Kannst du nicht einfach buchstabieren? A wie Anton, Nord. B wie Bertha. Nordkapital.t. Kapital mit C oder mit K? Mit C. Nordkapital. Nordkapital. Punkt. Aha. T. E. C. H. T. T. E. R. T. E. C. H. T. Was zum Teufel? Technische Abteilung. T. Ach, Tech. Ja. Nordkapital.tech. Ja. Ist komische Internetadresse, oder? Die gibt's auch gar nicht. Musst du nochmal buchstabieren. Schneider. Punkt. Schieder. Punkt. Und dann T Nordkapital. Ja, Schieder.t, Sawatschka Nordkapital.tech. Tech. Ah, was soll ich denn mit dir machen, verdammt? Internetseite nicht gefunden. Haben Sie E-Mail geschickt oder nicht? Haben Sie WhatsApp? Nö, benutze ich nicht. Also ich sehe, bei euch scheitert aber wirklich der Umsatz daran, dass ihr alle nicht buchstabieren könnt. Ich gebe dir jetzt nochmal meine E-Mail-Adresse, okay? Das klappt nicht. Ich mach ganz, ganz langsam nur für dich. Trink jetzt eben hier nochmal einen Schluck, weil das ist echt anstrengend. Es ach, das ist Zeug lecker. Das ist der erste Tag meiner Arbeit, deshalb. Ach so, ja. Willkommen, willkommen. Ja, der erste Tag. So, dann schreiben. B, also Bertha. D. B, wie Bilbo Beutlin. Dann kommt I wie Ida, G wie Gustav, D wie Dummkopf, I wie Idiot, C wie Cäsar, K wie Kanalratte, D wie Dummkopf, I wie Idiot, M wie Motherchot, I wie Idiot, T wie Trottel, R wie Rakete und I wie Idiot. @gmail.com. Okay. Dabei. Also ich hatte neulich schon. Bitte Russisch buchstabieren, nicht Deutsch. Russisch. Ne, du musst das ja lernen. Wenn heute der erste Tag ist, musst du lernen.
Ich kann Russisch leichter verstehen. Ja, aber du musst es ja lernen. Du rufst ja deutsche Kunden an. Dann musst du das verstehen. Und meine Zuschauer, die können nicht Russisch, verstehst du? Die werden dann das Video ausmachen. Das ist nicht gut. Weil ich habe ja eigentlich vorgehabt, dir in diesem Video, ich muss dir ja meinen Holy Raffling per E-Mail schicken, weil du klingst hier wirklich so tot wie ein Fossil. Ich glaube, wenn du mal ein bisschen Energy kriegst, dann klappt das vielleicht mit Telefonieren. Okay, sagen Sie ganz E-Mail, ganz. Sprichst du Englisch, Suka? Englisch? Ja. Yes, I can English. Yeah, Big Dick Dimitri. Like big, like groß, dick wie Schwanz, B-I-T-K-E. Was soll ich mit dir machen, ey? Okay, Dimitri, dick, Big Dick Dimitri at gmail.com. Okay. Let's see what happened. Big Dick Dimitri, gmail.com. Dimitri mit I geschrieben, nicht mit Y. Verstehst du das? Ja, mit I. bigdickdimitri.gmail.com. Nein! bigdickdimitri, ein Wort, @gmail.com. Ganz einfach. Meine Güte, ist das schwierig. Das ist Schwerarbeit, oder? Na, schaffst du das, oder was? Ich habe ein Hallo geschickt. Da bin ich ja mal gespannt. Also wenn das jetzt klappt, dann schicke ich dir gleich einen 5€ Gutscheincode für deine erste Bestellung bei Holly. Ich glaube, du brauchst das wirklich. Hör mal auf, ins Mikrofon zu pusten, verdammt. So wie viel soll ich denn schneiden und rendern und hochladen wegen dir? Okay. Also hier ist nichts angekommen. Ich habe ein Hallo geschickt. Hier ist nichts gekommen, hast du falsch geschrieben. Eine Minute. Ich würde es noch einmal geschickt. Ja, du musst, lies nochmal die E-Mail-Adresse vor. Ja. Hör auf, ins Mikrofon zu pusten, du machst mich irre. Weißt du, ich habe ein gutes Sennheiser-Headset, die haben mir auf meine Partnerschaftsanfrage leider nicht geantwortet. Aber da klappt das. Ich habe noch einmal geschickt. Ja, das hilft ja nichts, wenn du es falsch geschrieben hast. Wie ist die E-Mail-Adresse? Sehen Sie oder nicht? Nein, ist nichts gekommen. BigDickDimitri? Ja. gmail.com @gmail.com. Wie hast du Dimitri geschrieben? D-I-M-I-T-R-I. Und Big Dick, wie hast du das geschrieben? Wie bitte? Wie hast du Big Dick geschrieben? Ich meine, du hast ja wahrscheinlich keine Ahnung von dem Thema. B-I-C-K. Nein, B-I-G. 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 B-I-C-K. D-I-M-I-T-R-I. Ja, bigdickdimitri @gmail.com. Dann muss E-Mail ist aber nicht. Com. Es ist aber nicht gekommen, das E-Mail. Eine Minute. Das sagst du jedes Mal. Das ist das Erste, was sie dir beigebracht haben, oder? Okay. Scheiße, ich krieg hier schon die Hühnergeräusche. Richtig geschreibt. B-I-G-D-I-C-K. D-I-M-I-T-R-I gmail.com. Gut. Ja. Gut. Du bist ein guter Junge. Aber es ist keine E-Mail gekommen. Du musst auch auf Abschicken drücken, ne? Das weißt du. Können Sie in Spam sehen oder nicht? Da kann ich gucken. Ach, da ist er ja. Ja, in Spam, es kann sein. Ja, ich hab's gefunden. schneider.t@nordkapital.tech. So, ich schick dir jetzt mal hier meinen Reflink, ne? Da kannst du dir mal angucken, weil ich glaube, du brauchst mal was Leckeres zu trinken. Und ich guck mir so lange deine Internetseite an. Ich
schreiben Sie mir ein E-Mail. Ja, ich hab dir zurückgeschrieben. Okay. Das ist mein Discount-Code, verstehst du? Kriegst du 5 Euro Rabatt auf deine Bestellung. Trinkst du lieber Energy-Drink oder Eistee? Wie bitte? Trinkst du lieber Energy-Drink oder Eistee? Ja, ich trinke Energy-Drink und Eistee auch. Ja, dann musst du unbedingt mal auf meinen Link drauf gucken. Weißt du, einzigartige, bombengeile Geschmacksrichtungen. Und so wie du dich anhörst, schaffst du es auch gar nicht, Dosen und Eisteepacks nach Hause zu schleppen. Da kannst du dir das einfach bestellen zum selber anrühren. Ich weiß noch nicht, ob Holly nach ganz weit weg Istan liefert. Da müsste ich meinen Kollegen mal fragen. Wo ist Callcenter, sag mir? Nordkapital. Nein, Callcenter, wo? Lokation. Callcenter im Österreich. In Österreich. Und wo? In Wien? Die Adresse? Ja, gib mir mal Adresse. Ich lass dir ein gratis Probepaket schicken von Energy. Eine Minute. Ich sage Adresse. Eine Minute. Ja, bitte. Es heißt Otto Wagner Platz 5. Die Adresse. Otto Wagner Platz 5. Ja, die Straße Otto Wagner Platz 5. Das ist gut. Und dann Wagner Platz 5. Und Nordkapital Tech steht auch auf Briefkasten, ja? Es ist ein sehr großes Gebäude. Aha. Und in diesem Gebäude gibt es mehrere Office und Firmen. Ah, welche Etage seid ihr? Welche Etage? Der 6. Etage. Gut, das muss ich mir draufschreiben. Möchtest du lieber Energy Drink oder Eistee probieren? Energy Drink, bitte. Energy Drink. Nichts Red Bull, Alter. Guck dir mal, ich hab dir geantwortet. Guck dir mal meinen Link an. Meine Güte, ist das 20 Minuten für eine Bestellung und er hat noch nicht mal bestellt, der Junge. Ich gehe pleite. Wenn das meine Firma wäre, wäre ich so nicht weit gekommen. Ich kann mit E-Mail Link schicken. Nein, ich hab dir einen Link geschickt. Da musst du mal angucken. Okay, schicken Sie. Ich warte. Hab ich schon geschickt. Musst du bei Spam gucken. Im Spam? Ja, vielleicht, weil ich hab dir Werbung geschickt. Oh, Dimitri Zukov. Ja, richtig. Ist übrigens, der Name spricht sich Schukow, ist wie der General, der Berlin eingenommen hat, verstehst du? Ein einziger hat das in den Kommentaren vor 6 Jahren, als ich den Namen mal benutzt habe, hat er das gewusst, einer. Da habe ich mich richtig gefreut. Genauso wie jemand mal verstanden hat, dass bei Hans Maulwurfs Geburtsdatum, der 8. Mai 45, Kriegsende. Und all solche Sachen, weißt du, ich habe ja bei 99%, wenn ich neue Namen mache, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie ein Discord im Livestream ist, hat ja immer irgendeinen Hintergrund. Und ich freue mich immer, wenn ein Zuschauer da drauf kommt. Ja, das ist mein Online-Geschäft. Kriegst du, das ist Rabattcode. Dein Online-Geschäft. Das ist mein Online-Geschäft. Oh, Sie haben ein Online-Geschäft, das ist super. Aha. Also ich kann... Wie alt sind Sie? Oh, ich bin 37. Und du? 37? Aha. Ich bin 20 Jahre alt. 20? Ja, komm, so kannst du bei mir arbeiten, guter Junge. Machst du Osteuropa-Support. Wir haben hier Office bei Casino in Baden-Baden, verstehst du? Kannst du hierher kommen. Alles, was wir einnehmen, wird gleich wieder verzockt. Steuerfrei. Und wie viel verdienen Sie im Monat mit dieser Online-Geschäft? Boah, eine ganze Menge. Also das letzte Mal, also bei Monatsabrechnung hatten wir 5 Sack Ziegenhaare und 3 Packungen Taschentücher und ich finde, das lohnt sich für einen Monat Arbeit. Okay. Möchtest du Bestellung machen? Bratan. Such dir was aus, ich schick dir das zu. Möchtest du so Probepaket? Ja, ich möchte Energy Drink. Ja, dann gib. Ja, möchtest du. Welche möchtest du haben?
Genau, aber bist du. Wo ist die Energy drinken? Ja, du musst mal gucken, oben ist ja dieses gelbe Logo, da steht Holly drinnen, links davon ist Shop. Und wenn du mit der Maus auf Shop gehst, dann geht so unten so Menü auf und dann kannst du gucken. Das vierte von links ist Holy Energy. Ah, ich sehe. Holy Energy und Holy Ice Tea, ja? Genau. Und da kannst du gucken, was dir gut schmeckt. Dann geh mal auf Energy drauf. Und da gibt es so ganz irre Geschmacksrichtungen. Also ich habe jetzt hier gerade stehen... Genau. Ich habe jetzt gerade Strawberry Shark hier stehen. Das ist hammer, hammer geil. Erdbeere, Mandarine. Ah, lecker. Ich weiß, dafür kriege ich jetzt wieder Hate in den Kommentaren. Es gibt mehrere Varianten. Es gibt ganz, ganz viele. Also das ist jetzt, Leute, hier kein Auftrag. Das mache ich aus Spaß. Ich meine, ich freue mich natürlich, wenn sich einer von euch das dann hinterher gönnt, weil er wird es nicht hinkriegen, aber mal gucken. Ich möchte ein Energy Starter Pack. Ein Starter Pack möchtest du haben? 45 Euro. Aha, genau, genau. Da ist einmal hier dieses Geile mit dem Gorilla. Gesorten, 53 Portionen und gratis Shaker. Ja, gratis Shaker, der kostet uns auch 5 Euro. Ja, guck mal, du hast jetzt ja meinen Link gekriegt. Dann kriegst du 5 Euro Rabatt, wenn du das bestellst. Aber wenn du mir Adresse, musst du mir Adresse nochmal geben. Ich schick dir kostenlos. Otto-Straße 5. Otto-Wagner-Straße 5. Ja, und wie war dein Name nochmal, so richtiger Name? Wie bitte? Dein richtiger Name, dann kann ich dir das schicken. Mein richtiger Name? Ja. Mein richtiger Name ist Arab. Was, Arab? Aram. Also wie Araber oder was? Bist du von Jemen, mein Bruder? Aram, es ist eine kaukasische Name. Ah, und wie ist dein Nachname, Bruder? Nachname? Ja. Kann ich nicht einfach Arab auf das Paket schreiben? Und das Kommando Spezialkräfte. Aram Borian. Aram Borian. Borian ist Nachname oder Vorname? Borian ist Nachname. Kannst Aram du mir noch... Vorname. Schick mir bitte nochmal bei E-Mail, damit ich richtig schreibe, sonst bringt der Postbote das Paket nicht. Eine Minute. Das ist richtig klasse. Eine E-Mail schicken, ja? Ja, klar! Also nochmal Name und Adresse und so und dann mache ich Paket für dich fertig. Ist kein Problem. Ich habe geschickt. Das ist klasse. Ja, jetzt hast du aber nur deinen Namen geschickt. Schreib nochmal mit Adresse bitte, wo ich Paket hinschicken soll. Adresse, ich kann buchstabieren. Otto Wagner Platz 5. Otto Wagner Platz 5 in Wien war das, oder? Wie bitte? In Wien, Vienna oder wo ist das? Ja, in Österreich. Ja, Österreich, aber brauche ich Postleitzahl auch und alles. Schick mir doch einfach mal Adresse, Postleitzahl, Name von Firma und dann können wir Konto aktivieren. Okay, ich würde es geschickt, aber Sie möchten deine Konto aktivieren oder nicht? Ja klar, ich will Konto aktivieren. Ich mache jetzt eben hier, musst du mir Adresse schicken, ich gebe das bei meinem Sekretär. Und der macht fertig ein Paket mit dem Energy Starter Booster für dich. Kannst du probieren. Okay, danke schön. Vielen Dank. Gerne, gerne. Weil wir sind ja wie Brüder, ne? Hammergeil. Und ich muss auch einen Link schicken für Aktivierung. Ach so, ja, dann schick mir mal Link für Aktivierung und deine Adresse für Paket von Energy. Dann kann ich dir schicken. Okay. Ich schicke Adresse und Link für Aktivierung. Gut. Aber mit welcher Variante möchten Sie aktivieren? Was hast du denn im Angebot?
Ich habe gesagt, es gibt drei Varianten. Die erste Variante, ich habe erzählt, aha, mit 250 Euro. Aha. Es ist der Mindestbetrag zum Starten. Ja. Unsere Firma werde eine Anfängerplattform für Sie aktivieren. Aha. Und auf der Hilfe von unserem Finanzberater und unserer Handelsplattform erhalten. Und Sie erhalten auch 50 Euro Bonus. 50 Euro Bonus? Weil Sie sehr nett sind. Ha, Dankeschön, Dankeschön. Du bist auch sehr nett. Dankeschön. Die zweite Variante ist 500 Euro. Aha. Es ist der mittlere Betrag und Sie aktivieren das Geschäftskonto für Sie. Aha. Nach der Aktivierung erhalten Sie Hilfe von unserem Finanzberater und sowie 100 Euro Bonusgeld. 100 Euro Bonus? Verdammt, da kriegst du ja fast drei, ne, wenn du es im Sparpaket kaufst, kriegst du 3,50er Pack Energy für die Kohle. Ja, und der dritte Variant ist mit 1000 Euro. Aha. Es ist der höchste Betrag und Sie aktivieren das VIP-Konto für Sie, VIP-Konto. VIP-Konto, gut, erhalten, gut. Ja, erhalten Sie Hilfe von unserem Finanzberater. Aha. Und einen Bonus von 30 Euro von unserem Unternehmen. 300 Euro von unserem Unternehmen. Ja, dann machen wir 1000. Ich habe falsch gesagt. Wir machen 1000. 1000? Aha. Und wie viel Prozent macht man bei einem Monat bei dir, bei deiner Firma? Profit. Sie kann im Monat von 30 bis 40 Prozent verdienen. Okay, dann machen wir 5000, okay? Gibst du mir gute Bonus, mache ich 5000. 5000? Okay. Aha. Aber wie viel Bonus? Sie kann allein nicht verdienen. Deshalb, wir geben ihr kostenlosen Finanzberater. Aha. Und automatisches System. Was heißt automatisches System? Automatisches System ist ein Programm, und das kann alles für Sie tun. Sie kann bis 50 bis 20 Minuten geben. Aha. Und das automatische System wird alles für Sie tun. Alles, das ist gut. Das ist gut. Ja, mach ich. Und dann so 30, 40 bei einem Monat. Das ist super. Und was denn, Bitcoin oder Ethereum oder was habt ihr da? Es gibt vier Varianten. Vier Varianten? Wo Sie investieren möchten, Krypto. Oder Aktien, oder Rohstoffe, oder Forex. Krypto, weißen Sie, es ist Bitcoin, Ethereum, ja, Dogecoin, Bitcoin, ich kenne das, ist gut. Ja, und Aktien ist zum Beispiel Tesla, Apple, Microsoft. Aha. Ah, Microsoft auch? Habt ihr auch Aktien von Microsoft? Sie können Aktien kaufen, aha, zum Beispiel von Tesla, und es verkaufen und Geld verdienen. Ah, gut. Gut. Habt ihr auch Aktien von Telefonziege? Ja, Sie können es kaufen. Ja? Telefonziege Aktien, geil. Okay, wir machen 5000. Ich bin dabei, weil ich glaube, also wenn ich so auf den Telefonziege-Index gucke, der ist jetzt ja gerade irgendwie so bei 19.000 Punkten. Ich hoffe ja, der schafft dieses Jahr noch die 20.000, weil dann gibt es einen 24 Stunden Livestream. Jetzt habe ich es schon wieder angekündigt. Ich muss das wirklich durchziehen, wenn es dieses Jahr noch klappt. Aber das machen wir. Komm, 5000. Okay. Es gibt und Rohstoffe und Forex. Rohstoffe ist Oil, Gold. Gold ist gut. Platinum. Habt ihr auch Palladium? Ja, Palladium auch. Palladium, super geil. Ich mag Palladium. Das schmeckt sehr gut. Hast du schon mal probiert? Ich kann unserer Firma Link auch schicken, North Capital. Ja, schick mir mal einen Link von der Firma, ist vielleicht ganz gut. Okay. Warten Sie eine Minute bitte. Ich schicke der Adresse, Oberwagnerplatz 5. Ich schicke der Link zur Aktivierung. Das ist geil. Komm, wir singen zusammen. Kalinka, 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 Maya.
Ja, ist ein guter Tag heute. Ich freue mich. Ich weiß ja, das ist Musik. Kalinka, 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 Maya. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, ja. Kommst du mal nach Deutschland, dann machen wir Party. Ich lade dich ein, so zu Energy Drink trinken und Eistee trinken. Sehr gerne. Und sehr Wodka. Gerne. Ja, Wodka. Magst du Wodka? Es gibt es Zarskaya Wodka. Was gibt es? Zarskaya Wodka. Ja, hab ich im Keller. 3 Kisten stehen, immer da. Ja, wir können Wodka trinken. Ja, klar. Haben Sie verheiratet oder nicht? Nein. Herr Dimitri. Nein, überhaupt nicht. Also du kannst nette Frauen mitbringen, wenn du möchtest. Ich kann eine Frau bringen, ja. Ja, aber wenn dann 2, weil sonst ist es irgendwie komisch. Ich kann viele Frauen bringen. Für viele? Oh, das ist gut. Ja, deutsche Frauen, österreichische Frauen. Oh, Hauptsache, die sind nett, mir ist ja egal. Frauen. Mir ist ja egal, wo Menschen herkommen. Weißt du, die müssen einfach nur ehrlich sein, keine Betrüger und ein nettes Lächeln haben und nicht dumm und dann ist alles gut. Aber ich liebe russische Frauen. Ah, die sind richtig schön, oder? Sie sind sehr schön. Klasse, klasse. Weißt du, das ist so das Typische, bei russischen Männern sagen immer alle Kanisterkopf, aber bei russischen Frauen, da schmelzen sie alle und gehen auf die Knie. Was willst du machen? Ist halt so. Hast du E-Mail geschickt oder was? Ich schicke eine Minute warten, bitte. Und ich muss von unserem Manager fragen, wie viele Bonus können sie erhalten? Ja, frag ihn mal. Sie mit 2000 Euro starten. Nee, 5000 habe ich doch gesagt. Nicht 2000, 5000. 5000? Aha. Sag ihm dein Manager. Warte mal. Eine Minute. Warte. Schick mir auch Name von deinem Manager. Ich schicke ihm auch Energy-Paket. Okay. Zeig ihm mal die Seite. Er soll sich auch was aussuchen. Und dann kriege ich Bonus dafür. Namen und 2 Link. Ja, genau. Und zeig ihm die Seite mit Energy und Eistee. Herr Dimitri, hören Sie? Ja klar, ich bin hier. Okay, ich schicke auch ein Screenshot, wo der Gebäude liegt, Adresse. Ja, und schick auch mal ein Screenshot von der Homepage, was dein Manager, dein Chef für Energy haben will. Dann kann ich das auch gleich schicken. Dann mache ich Paket für euch 2. Wie viele Leute arbeiten bei Callcenter? Wie viele Leute? Aha. Ich denke von 200 bis 300. So viele? Ich wollte gerade sagen, ich schicke für euch alle ein bisschen was, aber das wird zu viel. Es ist große Office. Ist große Office? Das ist klasse. Ja, deshalb arbeiten sehr viele Leute hier. Deswegen arbeiten da viele Leute? Und was hat dein Chef gesagt? Wie viel Bonus kriege ich? Ich habe vergessen. Sie erhalten 1.500 Euro. 1.500? Firma. 1.500. Das ist ja richtig krass. Da freue ich mich. Da machen wir Deal. Ich zahle 5.000 ein und kriege von dir 1.500 Bonus. Und ich schicke euch Holly Energy und Eistee. Und du kriegst einen Shaker aus Stahl, damit du irgendwie deine Eier schützen kannst. Eine Minute, ich schicke das Screenshot. Mach das, schick mal Screenshot. Das ist echt der beste Anruf des Jahres, wenn das so weitergeht, Alter. Schaffen wir eine Stunde oder was? Das wäre eine geile Premiere. Und Sie sind die bessere Kunde. Ich bin die bessere Kunde, das hoffe ich doch. Ja. Ja, klar. Sehr nett, sehr freundlich. Aha, du auch, vielen Dank. Ich hoffe, meine. Geschickt. Ja, das ist super. Ich hoffe, meine Leute nehmen mir das nicht so übel, dass ich das jetzt so Holiday mache. Der kriegt natürlich überhaupt nichts gratis von mir. Nicht, dass ich da irgendeine Hoheit drüber hätte. Nordkapital.net. Oh, Nordkapital ist Link unserer Firma. Der zweite Link ist Link für Aktivation. Aha. Otto Wagner Platz ist der Adresse und im Screenshot zeigt die Adresse. Das ist geil. Wie ist der Name von deinem Chef? Für den will ich doch auch Paket schicken.
Das musst du mir noch schreiben. Chef ist nicht jetzt da. Ja, aber der muss ja jetzt auch nicht da sein. Aber sag mir seinen Namen für Energy Drink Geschenkpaket. Er hat für Lunch gegangen. Ah, oh, Lunch ist gut. Aber wie ist sein Name? Wie bitte? Wie ist Name von Chef? Das kann ich Paket für ihn schicken mit Energy. Chefs Name? Aha. Chefs Name ist Müller. Müller ist Nachname. Na komm, der richtige Gor. Name. Der richtige Name. Ah, Gor Adam. Was, Gor? Gochada? Gor Adam. Adam? Ja. Aha. Warum habt ihr immer so komische Namen alle? Das ist doch gar nicht der richtige Name. Nein, das ist der richtige Name. Gor Adam ist der richtige Name. Ja, aber du hast Müller-Schmidt vorher gesagt. Das ist doch nicht der richtige Name von ihm. Warum Marco habt ihr so? Müller. Marco Müller ist. Also sein zweiter Name. Sein zweiter Name. mein zweiter Name ist Hans Maulwurf. Wenn ich mit Deutschen arbeite, weil die merken das nicht. Sie haben in Callcenter gearbeitet, ja? Ja, ich habe auch Callcenter. Wegen Energy Drink verkauft. Seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren. Aha. Ja, sehr lang. Das ist sehr lang, ja. Darum heißt die E-Mail-Adresse ja Big Dick Dimitri. Ja? Was sagst du? Sie haben sehr viel Geld verdient. Ja, ziemlich viel. Ich guck mir jetzt mal deinen Link an. Businessman, ja? Market Trends Education ist das E-Mail-Adresse, ha? Es ist Link für Aktivierung. Reaktivieren. Wenn öffnen Sie es, sagen Sie mir bitte. Ich habe das jetzt aufgemacht. Was soll ich jetzt machen? Haben Sie es geöffnet? Ja, ich habe das geöffnet. Okay, eine Minute. Kannst du eigentlich auch Russisch lesen, Buchstaben lesen, Russisch? Wie bitte? Kannst du russische Buchstaben lesen? Kirillisch. Ja, ich kann. Kannst du, okay. Ich kann lesen. Alles klar, wollte nur wissen, weil die Karte ist auch so ein bisschen mit russisches Buchstaben. Aber wir können in Deutsch alles schreiben. Ja, alles gut, ich wollte nur fragen, weil ich muss das ja nachher irgendwie auflösen, weil auf Deutsch klappt das, glaube ich, nicht. Dann okay, schreibe ich dir nachher zum Ende, wenn es mir zu doof wird oder ich doch irgendwie nochmal irgendwie Nachschub an Bierchen holen muss, dann schicke ich dir die Auflösung per E-Mail. Guck mal, wie du reagierst. Haben Sie das Link geöffnet? Ja, ich habe das geöffnet. Okay, scrollen Sie unter, bitte. Aha. Wenn Sie Paket kaufen. Ah ja, Beginner, Intermediate, Trader und Elite. Also ich bin Elite. Ja, aber es ist auch auf Englisch bei Sie. Ja, bei mir ist das auf Englisch. Business, ne? Sehen Sie englische Flagge. Ich sehe die englische Flagge. Okay. Klicken Sie. Gott speichere darauf, den König. Klicken Aha. Sie darauf. Ja? Und machen es Deutsch. Machen es Deutsch, Frage. Kann auch Englisch lesen, ist kein Problem. Aber okay, machen wir auf Deutsch. Auf Germania. Kein Problem. Okay, und scrollen runter. Es gibt Pakete. Paket kaufen. Aha. Anfängerniveau, 99 Euro. Es ist für afrikanische Länder. Was für afrikanische Länder? Warum? Das ist so rassistisch, Alter. Für afrikanische Länder, ja. Yes. Wir haben afrikanische Kunden auch. Ach so, und die dürfen nur auf Anfängerniveau trainieren oder was? Das ist ja lustig. Wir haben mit Afrika auch gearbeitet. Ach so, und welche Länder dürfen im mittleren Niveau einsteigen? In mittleres Niveau, Trader und Elite, ist die europäische Länder. Ah, und was ist mit Amerika? England. Mit Amerika, wir arbeiten nicht. Und Israel? Wie bitte? Israel. Klicken Sie da auf, sehen Sie Paket kaufen. Ich sehe Paket kaufen. Du bist sehr gewandt im Fragen ausweichen. Wie bitte? Ja, genauso wie ich das gesagt habe. Komm, singen wir nochmal Kalinka zusammen, oder? Ich verstehe nicht. Singen wir Kalinka zusammen. Kalinka? Ja. Adin
Wer kann das singen? Galinka, Galinka, Galinka Maria. Was denn? Wie kann er singen nach der Aktivierung, okay? Ach, das ist aber nicht nett von dir, Alter. Du bist voll am Cockblocken gerade. Ich wollte wie mit dir singen. Ich? No homo. Ich kann mit Manager singen. Ja, dann hol ihn her. Du hast doch gerade gesagt, er ist zum Lunch. Dann kann ich ja nicht mit ihm singen. Kriegst du gute Profit von, wenn ich jetzt 5.000 Euro einzahle? Weil da steht jetzt 999. Ich will ja 5.000 einzahlen. 5.000 gibt nicht. Sie können 5-mal mit 1.000. 5-mal mit 1.000? Was ist das denn für komisch? Ja. Aber warum muss ich eigentlich auf eine andere Seite einzahlen? Eure Seite ist Nordkapital und ich soll auf Market Trends Education gehen und da einkaufen. Ah, Market Trends ist für Payment. Payment. Achso, ich hätte sonst einfach eine Banküberweisung gemacht. Ja, es ist für Banküberweisung. Und danach, nach der Banküberweisung, unsere Finanzberater, Finanzexperten, aha, kontaktieren mit Ihnen. Okay. Und sagen weitere Informationen. Weitere Informationen? Das ist der, ist der Marktexperte, ist der auch so intelligent wie du? Ist das auch ein guter Junge? Sie helfen Ihnen zum Investieren. Aha. Und Sie sagen, wo können Sie investieren? Für Gewinn. Für mehr Gewinn haben. Für mehr Gewinn. Okay, ich habe jetzt auf 1.000 Euro geklickt und da muss ich jetzt Namen, okay, und Telefonnummer reinschreiben? Klicken Sie darauf Paket kaufen. Aha. Kann ich eine Überweisung auch machen? Kannst du mir IBAN geben? Weil 5-mal jetzt das alles machen, das ist mir zu anstrengend. Da gibst du mir PayPal oder ein IBAN, da kann ich euch die 5.000 Euro rüberschicken. Ich mache doch jetzt hier nicht 5-mal eine Anmeldung. Einmal machen. Ich bin Big Dick Dimitri, Alter. Ich bin nicht der Dauerklicker. Verstehst du das? Bitte? Ich möchte IBAN, Überweisung oder PayPal machen. Weil will ich 5.000 Euro geben bei deiner. Es gibt drei Varianten. Sofortüberweisung, aha, Visa oder Mastercard und Zepa. PayPal. Dann nehmen wir PayPal. Zepa. Du bist ein Seppel. Warum sagst du Seppel zu mir? Ich habe dir nichts getan. Wie bitte? Warum sagst du, beleidigst du mich? Warum tust du das? Ich dachte, wir sind Freunde, Alter. Wir telefonieren seit fast einer Stunde miteinander. Ja. Welche Energy möchte dein Chef haben? Hast du ihn gefragt? Du musst Paket noch rausschicken heute. Er ist jetzt bei Lunch. Ja, aber welches Marke? Möchte er Eistee oder Energy haben? Ich denke, er mag Eistee. Eistee, welcher Geschmack? Welcher Geschmack? Dicke Nüsse? Soll er dicke Nüsse haben? Ich muss dein Online-Geschäft öffnen. Ja, guck nochmal auf Holly. Der Rabattlink, ja, okay, den es übrigens tatsächlich gibt, der ist in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar, Freunde. Macht das zwar hier in erster Linie aus Spaß, aber ey, ich finde das Zeug wirklich gut. Und macht das nicht, weil ich reich werde dadurch. Dein Online-Geschäft öffnen, Holly. Ja, musst du mir in die E-Mail gucken, genau. Okay, Ice Tea. Aha. Der beste Anruf vom ganzen Jahr, Kalinka, Kalinka. Wir kommen Eistee-Probierpack. Das Eistee-Probierpack, okay. Gut, ich schicke ihm das und dir schicke ich das andere. 19,99 Euro. Nee, für euch ist kostenlos, ist Geschenk. Für deinen Chef, okay? Okay. Du kriegst Geschenk und dein Chef kriegt Geschenk. Okay, danke schön. Vielen Dank. Gerne. Schreiben Sie Vorname, Nachname, Land, Straße. Landstraße? Sie erfüllen. Vorname, Nachname. Ja? Dimitri Zukov. Achso, ich dachte, du willst jetzt bei mir eine Bestellung machen, bei meiner Seite. Wie bitte? Oh, das könnte noch den ganzen Nachmittag so gehen. Ich muss so dringend auf die Toilette langsam.
Kann man das füllen? Ja, ich kann es füllen, definitiv. Okay, füllen Sie es bitte. Ja, mach. Nein, ich sag's jetzt nicht. Bei wie vielen Leuten am Tag klappt das? Wir müssen langsam Richtung Auflösung gehen. Und danach wir können das Banküberweisung machen. Aha. Ja, ich habe jetzt alles weggeschickt. Gibst du mir IBAN-Adresse? IBAN-Adresse? Aha. Eine Minute. Schickst du mir per E-Mail? Und dann überweise ich euch die anderen 4.000 Euro. Mache ich sofort Überweisung fertig. Und dann können wir dicke Profite zusammen machen. Aran ist dein Name, ne? Damit die Geschichte niemals vergisst, welcher der Betrüger ist. Das reimt sich. Das nächste Schmähgedicht, das könnte ich ihm jetzt auch noch vorlesen, aber er versteht es ja nicht. Schauen Sie mich? Ja, klar. Ich habe nur mit den Zuschauern gesprochen. Sie mir auch schon IBAN-Adresse für SEPA-Überweisung? Ja, bitte. Schick mal rüber schnell per E-Mail, dann mache ich sofort Überweisung fertig. Okay, eine Minute. Ah, du bist ein guter Mann. Überall sind nur gute Menschen. Mit E-Mail schicken es? Ja, bitte, schick mal bei E-Mail. Okay. Ah, dann kriegen wir euch heute alle noch in den Knast, du. Ich schicke IBAN-Adresse. Ja, bitte unbedingt, schick mal die IBAN-Adresse. Kommt ihr alle in den Knast und in die Forensik, hatte jeder einzelne von den 600 da. Kommen wir persönlich vorbei. Warten Sie, warten. Ich warte, ganz geduldig. Hast dir so dein eigenes Grab geschaufelt, Alter, das hast du dich selber reingelegt. Das Zuschaufeln machen wir aber, okay? Aber das geht nicht so gut, wenn du da drin liegst. Oh mein Junge, noch ein paar Minuten, dann haben wir die Stunde voll. Machen wir richtig gut Profit zusammen, ha? Ich habe es geschickt, sehen Sie? Du bist guter Mann. LT ist doch Litauen. Wie bitte? LT, IBAN ist mit LT. Du hast doch gesagt, bist du in Österreich. Valeri Schupikow, Alter, was ist das? Seid ihr auch in Litunia? Das ist unsere IBAN. Aha. Zur SEPA-Überweisung. Ah, okay. Ich hab dir mal einen zurückgeschrieben. Kannst du mal vorlesen? Das ist krass. Ich habe ihm auf Russisch jetzt geschrieben, du bist live auf YouTube, du Betrüger. Mal gucken, ob er es jetzt kapiert. Wahrscheinlich ist er jetzt gleich weg. Oder er versucht noch zu diskutieren. Es geht hier um 5.000 Euro. Haben Sie das Überweisung gemacht? Aha, hast du? Ich habe dir eine E-Mail geschrieben. Kannst du bitte gucken? Sie haben E-Mail geschickt, aber ich sehe nicht. Ja, musst du bei Spam gucken vielleicht. Ah, ich sehe. Ja, lies mal vor. Warum haben Sie das E-Mail geschickt? Die Nachricht. Hast du das echt noch nicht verstanden? Du bist live auf YouTube, du Betrüger. Jetzt ist er weg, Freunde, fast eine Stunde. Dafür haut ihr mir bitte echt in die Tasten und auf die Daumen und klickt mal in meinen Link rein. Auch wenn ihr nur stöbert, es hilft weiter. Geil, das ist der beste Anruf des Jahres. Und du musst wirklich erst, ich habe es ihm ja dreimal gesagt im Laufe des Gesprächs. Du musst denen das erst in ihrer Muttersprache schriftlich schicken, dass sie live auf YouTube sind, nachdem sie jetzt fast eine Stunde lang gedacht haben, die kriegen 5.000 Euro von mir, die Idioten. Schön, dass ihr dabei wart, Freunde. Bis zum nächsten Mal.